Moin zusammen, Dave hier. In diesem Video soll es um das Thema Hefeernten gehen. Was das genau bedeutet, welche Vorteile das hat und wie ihr dabei am besten vorgehen solltet, zeige ich euch in dem Video. Viel Spaß damit! Viele von euch werden sicherlich jetzt fragen, was heißt denn jetzt eigentlich Hefeernten? Das bedeutet im Prinzip nur, dass man beim Abfüllen oder zu einem früheren Zeitpunkt die Hefe abschöpft, in ein Gefäß tut, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu verwenden. Die Hefe kann man tatsächlich, wie gerade eben angesprochen, zu verschiedenen Zeitpunkten ernten. Das heißt, man könnte die zum Beispiel beim Hochkräusen ernten, also von oben abschöpfen, oder wie ich das immer mache, beim Abfüllen. Das heißt, also wenn ich das Bier abgefüllt habe, lasse ich immer noch so ein Schlückchen Jungbier drin und vermische es dann mit der Hefe, um das dann einfacher in ein Gefäß zu transportieren. Konkret gehe ich so vor, ich habe hier so ein schönes Einmachglas, die kriegt man im Dreierpack bei DM für 3 bis 4 Euro, oder vielleicht hat die Mama oder die Oma noch so ein paar Gläser im Schrank stehen. Dann solltet ihr das natürlich vorher schön keimarm machen mit ein bisschen Oxy oder Soda beziehungsweise zusätzlich noch Isopropanol. Wie gesagt, ganz steril kriegt ihr es halt nicht hin, aber ihr solltet einfach ein gutes Gefühl dabei haben, vorher auch die Hände gewaschen haben und so weiter und so fort. Also immer schön sauber dabei arbeiten. So, anschließend, wenn ich das Bier nach der Hauptgärung abgefüllt habe, in Fläscher oder in Fässern, in Flaschen oder in Fässern meine ich, gehe ich einfach zu meinem Gäreimer, schwenke den so ein bisschen mit dem Jungbier auf, nehme meinen Abschöpflöffel, den ich auch vorher entsprechend keimarm gemacht habe, und schöpfe es in das Glas ab. Anschließend das Glas verschließen. Aber ich würde es auch nicht komplett zumachen, weil es nochmal sein kann, dass ihr dadurch, dass ihr eben das Jungbier mit der Hefe nochmal aufgeschwenkt habt, nochmal so eine Art kleine Gärung stattfindet und CO2 entsteht. Und wenn ihr dann natürlich das Glas wirklich auf Anschlag zugemacht habt, könnte es sein, dass es platzt. Deswegen würde ich das so machen. Ich würde es einfach nur so ein bisschen zuschrauben, sodass der Deckel halt gerade so drauf liegt. 1-2 Tage warten und dann anschließend den Deckel dann komplett verschrauben. Damit ihr auch wisst, was ihr da geerntet habt, solltet ihr euch auch noch ein paar Notizen machen. Ich nehme mir dazu so ein Post-it, schreibe dann den Namen der Hefe drauf, wann ich sie geerntet habe, wie viel Grad Plato, also welche Stammwürze das Bier hatte, das ihr gebraut habt damit. Vielleicht auch noch die Anzahl der Führungen, das heißt, wie oft ihr die Hefe geerntet und wiederverwendet habt. Ja, einer der größten Vorteile beim Hefeernten für mich ist einfach auch natürlich ein finanzieller Aspekt. Das heißt, ich brauche nicht jedes Mal 9 Euro für Flüssighefe ausgeben. Da ich mittlerweile überwiegend mit Flüssighefen arbeite, ist das auch irgendwann natürlich ein Kostenfaktor. Und so hat man auch die Hefe immer da. Man kann einfach brauen, wenn man noch Malz und Hopfen da hat, und braucht nicht darauf zu warten, dass man die Lieferung vom Onlineshop bis nach Hause geliefert bekommt. Und das kann ja auch manchmal länger dauern als erwartet. Ein anderer Vorteil bei Hefen, gerade bei untergärigen Hefen, ist, dass man durch mehrfache Führung, also mehrfache Benutzung der Hefe, höhere Endvergärgrade erreichen kann. Das heißt, dass zum Beispiel beim ersten Mal vielleicht ein W3470 nur so auf 70% Endvergärungsgrad kommt und beim zweiten oder dritten Mal schon auf 80. Das muss man dann natürlich berücksichtigen, dass die Biere dann stärker werden, das heißt die Schüttungen anpassen bzw. auch das Maischen. Aber ist generell auch ein guter Tipp, finde ich, an der Stelle, und sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Auch Brauereien sagen, dass gewisse Hefen auch einfach mehrere Durchläufe brauchen, bis sie so wirklich ans Arbeiten gewöhnt sind, bis sie die Würzen gewöhnt sind und dementsprechend dann am Ende auch besser arbeiten. Eine wichtige Sache noch am Ende, was vielleicht vielen von euch jetzt auch noch so im Kopf rumschwirrt, ist ja das Thema Haltbarkeit bei Erntehefen. Es hängt natürlich davon ab, wie sauber ihr gearbeitet habt, welche Menge ihr habt. Auch wichtig ist ja auch, wie gesagt, diese Schicht Jungbier, die dann sich auf der Hefe ablagert, die dann sozusagen die Hefe konserviert. Generell habe ich jetzt meine Hefen nie länger als 3 Monate aufbewahrt, um sie dann wieder zu verwenden. Eine Sache, die mir noch beim Editieren des Videos aufgefallen ist, ist, dass ich vergessen habe, darauf einzugehen, in welcher Reihenfolge ihr die Hefen ernten bzw. wiederverwenden solltet. Wichtig ist zu sagen, dass ihr niemals von einem Bier, das eine Stammwürze von 16 Grad Plato hatte, diese Hefe ernten solltet, um damit einen, ja, ich sag mal, Pale Ale mit 12 Grad Plato zu vergären. Dadurch empfiehlt es sich einfach, einen Starter zu machen, 1 bis 2 Tage vorher, je nachdem, wie viel Hefe ihr habt und
wie viel ihr natürlich auch brauen wollt, würde ich das auf jeden Fall mindestens 1 bis 2 Tage vorher machen. Wenn ihr euch unsicher seid, ob die Hefe überhaupt noch was macht, dann auf jeden Fall länger. Und dann, sobald ihr seht, okay, ihr habt jetzt, ich sag mal, den Starter hoch genug propagiert und der Hefestarter ist auch ausreichend genug, um jetzt das Bier damit anzustellen, dann würde ich auf jeden Fall direkt brauen, damit ihr auch schön vitale Hefe am Brautag. Das hat was damit zu tun, dass sehr viele Zucker der Hefe zur Verfügung stehen, die diese ja halt auch eben verstoffwechselt. Aber in so einem Maße, dass hinterher so viel CO2 und Alkohol enthalten sind in dem Bier, dass die Hefe durch ihr eigenes Zellgift stirbt und somit ihr entsprechend mit wirklich sehr wenig vitalen Hefen endet. Und deshalb solltet ihr diese Hefe dann nicht mehr nochmal verwenden. Also wirklich, wenn ihr jetzt irgendwann mal ein Bockbier oder ein Doppelbock oder sonst was gebraut habt, kauft euch besser eine neue Packung Hefe oder strippt die oder sonst was, weil ihr sonst tatsächlich Gärprobleme bekommen könnt. Und das wollt ihr dann natürlich auch nicht, wenn ihr dann den ganzen Tag gestanden habt, eine Würze hergestellt habt und dann die Gärung daran scheitert, dass ihr 5, 6 Euro für eine neue Packung oder 8 Euro für eine Flüssighefe ausgegeben habt. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was draus mitnehmen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, wenn ihr zum Beispiel die Hefe anders erntet, wenn ihr das mit dem Hochkräusen abschöpfen macht oder vielleicht noch eine andere Option, die mir jetzt nicht bekannt ist, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar. Ich würde mich mega darüber freuen. Genauso wie wenn ihr Ideen oder Anregungen für weitere Videos habt. Außerdem bin ich auch auf Instagram unter Malz und Hopfen vertreten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!